Was geht ab, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal hier Verlängerung, Leute. Ich habe eine sehr, sehr heftige News für euch, die sicher viele von euch interessieren könnte, denn in London besteht momentan die Hoffnung, dass das EM-Finale im Wembley-Stadion von 90.000 Zuschauern stattfinden könnte. Und der 21. Juni wird dabei ein richtungsweisender Tag sein. Aber ist dieser Plan in der englischen Hauptstadt eigentlich zu gewagt, fragt man sich. Denn nach dem geplanten Ende des Lockdowns in England ab dem 21. Juni besteht die Hoffnung, das EM-Finale von 90.000 Zuschauern dort auszutragen. Die UEFA könnte laut der Daily Mail deshalb die Frist für die endgültige Festlegung der Zuschauerzahlen für das EM-Finale verlängern. Obwohl sich die indische Variante des Coronavirus auch in England schnell ausbreitet, weil dort ja auch viele Inder leben und dort immer pendeln und zurückfliegen, zeigte sich Premierminister Boris Johnson bezüglich des Lockdown-Endes dennoch optimistisch. Wir können nichts sehen, was darauf hindeutet, dass wir vom Fahrplan abweichen müssen, sagte er dazu. Aktuell werden eigentlich nur 45.000 Zuschauer erwartet, also die Hälfte. Und demnach hat der englische Fußballverband bis Mitte der ersten Juniwoche Zeit, um die Zuschauerzahlen für die späteren Phasen des Turniers festzulegen. Aktuell werden für das Halbfinale und das Finale 45.000 Zuschauer erwartet. Die Entscheidung könnte sich jedoch verzögern und somit die zugelassene Zuschauerzahl erhöht werden, falls ab dem 21. Juni die Corona-Beschränkungen fallen. Und vielleicht findet das EM-Finale tatsächlich vor ausverkauften Haus statt. Und wie krass wäre das? Das wäre auch allgemein eine sehr, sehr starke Message an die ganze Welt, dass ja einfach die Welt wieder lebt und Fußball den ersten Step dahin macht, dass sozusagen 90.000 Menschen einfach wieder zusammen in einem Stadion sein können, ohne sich irgendwie Sorgen machen zu können. Bestimmt wird es danach ein paar Infektionen geben und so weiter und so fort, aber wie gesagt, das wäre so der erste Step in die Normalität, sozusagen eine Message an die ganze Welt. Aber ja, eure Meinung dazu würde mich sehr in den Kommentaren interessieren. Ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns hier bei der nächsten Verlängerung.